Herbst gegen Hammer und Sichel. Ein Jahr später ist Polen in Aufruhr. August 1980. Streiks im ganzen Land. Unter dem Schutz des Kreuzes beginnt der Aufstand. Die Leninwerft von Danzig. Die Miliz steht bereit, doch sie greift nicht ein. Um den Anführer der Streikenden zu fassen, hätte die Staatsmacht erst die Papstporträts am Werkstor überrollen müssen. Der Papst war der Sprengzünder des Aufstands, wenn ich das mal militärisch sagen darf. Der Staat gibt nach. Unterzeichnung der Danziger Verträge. Freie Gewerkschaften in Polen. Der erste Dominostein im großen Spiel um Osteuropa. Lech Wałęsa trägt den Kugelschreiber nach der Unterzeichnung triumphierend vor sich her. Wie das Kreuz, Symbol der Allianz von Kirche, Arbeitern und Papst. Der Papst hat mit unterschrieben. Kein anderer Stellvertreter Christi hat die Macht des Glaubens so eingesetzt wie Johannes Paul II. Bez papieża Polaka. Ohne diesen polnischen Papst wäre der ganze Wandel in Osteuropa nicht möglich gewesen. Und ich meine nicht nur Polen, meine Heimat, sondern den ganzen Ostblock, bis hin zum Fall der Mauer. 13. Mai 81 auf dem Petersplatz. Um 17.17 Uhr fallen Schüsse. Zwei Kugeln treffen, verletzen den Papst schwer. Bis heute liegen die Hintergründe des Attentats im Dunkeln. Noch am Tatort überwältigt der türkische Terrorist Ali Aksha. Der Attentäter wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Tatmotiv ist unklar. Kam der Befehl, den antikommunistischen Papst zu töten, aus dem Osten? Aksha belastet erst Bulgarien, später Moskau, dann Washington, zuletzt den Vatikan selbst. 1983, Kriegsrecht in Polen. Kaum genesen von den Folgen des Attentats, reist der Papst wieder in die Heimat. Und wieder machen sich Millionen auf den Weg. Zu Fuß. Johannes Paul II. Weiß, dass seine Heimat einem Pulverfass gleicht. Der Papst ruft zur Besonnenheit auf. Vielleicht seine bedeutendste Reise, die ihm weltweit Anerkennung einbringt. Auch beim gottlosen Gegner. Michail Gorbatschow dankt dem Heiligen Vater. Auch er wird sagen, ohne diesen Papst wäre die friedliche Wende in Osteuropa nicht möglich gewesen. 1996, Papst und Kanzler in Berlin. Der Gang durchs Brandenburger Tor wird zum Triumphzug eines Mannes, der auf seine Weise Mauern eingerissen hat. Doch zum Applaus für sein politisches Handeln gesellt sich Kritik für seine traditionelle Glaubenslehre. Johannes Paul II. Lässt sich nicht davon beirren, dass er im Westen als konservativ und dogmatisch gilt. In Rom beruft er einen Deutschen zum Präfekten der Glaubenskongregation, Josef Kardinal Ratzinger. Er wird sein engster Mitstreiter. Die Behörde soll über die Reinheit der katholischen Lehre wachen. Früher hieß sie Allgemeine Inquisition. Wie kein anderer Papst vor ihm sucht Johannes Paul II. Die Nähe zu den älteren Brüdern im Glauben. Als erstes Oberhaupt der katholischen Kirche besucht er eine Synagoge. 1986 in Rom. Die Bürde der Geschichte. Der Papst aus Polen nimmt sie auf seine Schultern. 26 Jahre lang. Sein Tod im April 2005 erschüttert die Welt. Als Mann des Friedens und Freund des jüdischen Volkes, so bleibt er in Erinnerung. Ich habe gedacht, dieser Johannes Paul II. War wirklich ein Titan. Und armer Papst, der nach diesem Titan kommt. Am 19. April 2005 hat die Welt einen neuen Papst. Benedikt XVI. Mit seinen 78 Jahren halten ihn viele für einen Übergangspapst.
Benedikt XVI. War als Kardinal die rechte Hand von Johannes Paul II. Sie teilten dieselben Ansichten. Theologisch gibt es keinen Unterschied zwischen ihnen, aber es sind zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Von Anfang an sucht Benedikt den Dialog mit den anderen Weltreligionen und christlichen Kirchen, auch mit den Orthodoxen in Osteuropa. Den päpstlichen Titel Patriarch des Abendlandes legt er ab. Nichts soll der Ökumene im Wege stehen. Doch nicht immer trifft er den richtigen Ton. Bei einer Rede in Regensburg 2006 zitiert er aus einem islamfeindlichen Text und erntet wütende Proteste. Er sagt, ich zitiere, zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat. Und da wirst du, so sagt er, nur Schlechtes und Inhumanes finden. Wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten. Was als entschiedene Zurückweisung religiös motivierter Gewalt gemeint war, wird von vielen missverstanden. Eine Reise nach Istanbul soll die Wogen glätten. In der Blauen Moschee zollt der Papst dem muslimischen Glauben Respekt. Seine Meditation gen Osten versöhnt die muslimische Welt. Also bei Benedikt war das ja mal ein bisschen so, dass er erst einmal ein Problem geschaffen hat, obwohl er sich dessen gar nicht so bewusst war, dass er es in Gang gesetzt hat. Und danach allerdings die Größe besaß, auch den Intellekt dann wieder Brücken zu bauen und dann letztendlich zu sehr viel besseren Dialogen, sehr viel umfangreicheren und auf höheren Ebenen zu gelangen, als man es jemals vorher für möglich gehalten hat. 2006 besucht Papst Benedikt auch die Gedenkstätte Auschwitz. Eine theologische und politische Bewährungsprobe. Eine missverständliche Rede zur NS-Vergangenheit empört viele. Und doch? Dialog mit dem Judentum ist für Benedikt XVI. In genau gleichem Stellenwert ein Kern- und Herzensanliegen dieses Papstes wie für seinen Vorgänger. Im Januar 2009 scheint das alles in Frage zu stehen. Papst Benedikt hebt die Exkommunikation von 4 Bischöfen aus der sogenannten Pius-Bruderschaft auf, einem Bund von rund 500 rückwärtsgewandten Priestern, die den christlich-jüdischen Dialog ablehnen. Juden sind für sie Gottesmörder, die nur durch die Taufe gerettet werden können. Positionen aus dem tiefsten Mittelalter. In den Reihen der Pius-Brüder findet sich auch ein Leugner des Holocaust, Richard Williamson. Der Papst holt auch diesen Pius-Bruder zurück in die katholische Kirche. Das sorgt für weltweite Empörung. Vor allem in Benedikts Heimat hagelt es Kritik, auch aus dem Kanzleramt. In einem offenen Brief muss der Papst Fehler einräumen. Auch hier Schadensbegrenzung. Der Papst trifft Großrabbiner aus Israel. Der Dialog soll keinen Schaden nehmen. Im Ergebnis ist die Krise für uns alle doch ganz gut gelöst worden. Die ganze Pius-Bruderschaft und nicht nur Williamson steht jetzt unter scharfer Beobachtung. Sie können sich nicht mehr unbemerkt davonstehlen. Insgesamt betrachtet hat diese Geschichte wahrscheinlich mehr Segen gebracht als Schaden. Erst in den USA, dann in Irland und Deutschland. Seit 2008 werden immer mehr Fälle von Missbrauch an Kindern durch katholische Priester bekannt. Verbrechen begangen unter dem Deckmantel der Kirche. Benedikt XVI. Drängt auf Aufklärung. Doch nicht alle folgen seinem Aufruf. Der Papst entschuldigt sich bei den Opfern im Namen der Kirche. 2011 der nächste Schlag. In der Presse kursieren vertrauliche Dokumente Benedikts XVI. Es geht um Korruption, Vetternwirtschaft und schlechtes Management der Vatikanbank. Missstände, die das Oberhaupt der Kirche beseitigen will. Doch wer hat die geheimen Papiere vom Schreibtisch des Papstes gestohlen? Der Täter ist bald enttarnt. Der Kammerdiener Benedikts, Paolo Gabriele.
Der Dieb wird verhaftet und verurteilt. Doch es gibt Zweifel, dass er allein handelte. Manche vermuten eine Verschwörung innerhalb der Kurie. Der wahre Grund für Benedikts Rücktritt? Er hat mir selber bei unserem letzten Gespräch gesagt, Fatiliks oder andere Dinge, die können einem natürlich schon ans Herz gehen oder die bewegen einen, aber es ist nicht etwas, was ihn aus der Bahn wirft. Ja? Es ist nicht etwas, was ihn amtsmüde macht. Und er hat ganz deutlich früh gesagt, er würde nicht in eine Situation gehen, wenn der Sturm tobt. Ja? Der Rücktritt, ein historischer, aber einsamer Entschluss des Papstes, der als großer Theologe und Philosoph in die Geschichte eingehen wird. Am Ende fehlte ihm die Kraft und der Rückhalt für wichtige Reformen. Doch was er angestoßen hat, wird die Kirche verändern. Es ist ein Abschied in Würde. Wir werden uns immer nahe sein. Ich danke euch. Wer wird ihm nachfolgen? Ein liebenswerter Reformer, der frischen Wind bringt? Ein Diplomat, der für Ausgleich steht? Oder ein Kämpfer, ein Visionär des Glaubens? Er sollte den Menschen nahe sein. Ich fände es gut, einen Nicht-Europäer zu wählen. Ein Wechsel wäre gut für die katholische Kirche. Wäre toll, wenn er Brasilianer wäre. Das gab's noch nie. Warum nicht einen schwarzen Papst? So wie Obama in den USA. So könnten wir doch auch einen schwarzen Papst bekommen. Warum nicht? Auf Sie kommt es jetzt an. 115 Kardinäle aus aller Welt sollen bis Ostern den neuen Stellvertreter Christi wählen. Die Katholiken warten gespannt auf den Moment, wenn es wieder heißt: Habemus.